Morgen. Herzlichen Dank, Thilo. Ich darf Sie, darf euch auch ganz herzlich begrüßen, jetzt wieder in Präsenz nach 3 Jahren Corona. Und Corona hätten wir vor 20 Jahren nicht erleben wollen. Also es war auch so dramatisch und in vielen Punkten sehr schlimm und nachvollziehbar. Aber vor 20 Jahren war die digitale Kommunikation noch auf einem ganz anderen Niveau. Die große Innovation Nokia war endlich ein Smartphone ohne Antenne. Also wer das noch kennt aus den 90ern, diese dicken, schweren Dinger mit Antenne. Die Innovation war sozusagen hier das. Und das ist der Nachfolger hier von dem ganz erfolgreichen 32er-C-Modell. Die digitale Fotografie bekam gerade ihren Durchbruch. Hier mit der Canon-Kamera, die berühmte EOS OS D30, die mein 3 Megapixel hatte, aber auch stolze 3.500 Euro kostete. Und das war die damalige Zeit und das war Thilo 2001, ne? Gründung Wikipedia, Prometheus und MyTago. Ich finde, das ist keine schlechte Zeit, das ist sozusagen die Zeit, das sozusagen der Dotcom-Blase der ersten, die dort startete. Viele haben das belacht. Aber man musste damals kein Prophet sein, dass diese digitale Kommunikation auf Bild und Ton sich natürlich durchsetzen wird und sich vieles entwickelte. Heute sind wir hier. Mittlerweile ist es möglich, dass unser Smartphone eine bessere Kameraauflösung hat als die Kameras von vor 10 Jahren, die Fernsehkameras von vor 10 Jahren. Hier in dem, bei dem iPhone 13 ist es möglich, im Kinomodus möglich hochwertige Kinofilme plötzlich aufzunehmen. Und das hat auch Deutschland verstanden, Videokonferenzen sind möglich, immerhin die letzten 2 Jahre, wenn das Internet funktioniert. Gut, da haben uns andere Länder immer noch was voraus, aber es klappt und ich glaube, wir haben alle verstanden, es geht. Denn digitale Kommunikation verbindet, digitale Kommunikation führt uns und Online-Kommunikation sozusagen Menschen zusammen, die nicht zusammen sein können, die weit entfernt sind voneinander, oder digitale Kommunikation führt uns an Orte, an die wir nicht kommen können. Und insofern ist das, was dort stattfindet, das im Digitalen, was wir mittlerweile als Metaversum beschreiben, nämlich als einen Ort, an dem wir sozusagen digital uns austauschen können und dementsprechend kommunizieren können. Dieses Metaversum hat Zuckerberg mal so in den Raum geworfen, kommt natürlich schon ein bisschen früher. Er hat das genutzt dafür, dass er mit einem großen Marketingaufwand seine Firma jetzt in Meta umändern will. Und das kann man alles kritisch sehen, muss man auch. Aber dahinter steckt natürlich eine Entwicklung, nämlich eine Entwicklung hin, dass wir wissen, dass wir mit der heutigen Technik, die wir jetzt haben und die wir erst seit 2, 3 Jahren haben in dieser Qualität, ich erinnerte gerade 20 Jahre vorher, da wäre genau diese Entwicklung nicht möglich gewesen, haben wir jetzt etwas, dass wir digital in einer Weise miteinander kommunizieren können, etwas, was Nähe erzeugt, was sogar ermöglicht, dass hier Menschen von außen im Streaming teilnehmen können, ne? YouTube, Gründung 2005. Also auch 5 Jahre später. Das heißt, wir sind heute in einer völlig anderen Welt dabei. Und da das erst technisch seit 2, 3 Jahren in dieser Form so ist, möchte ich hier in dem Vortrag zum Beginn dieser Tagung diesen Begriff Metaversum und das verbunden damit, wie wir dann eigentlich Online-Vermittlung machen können, was das bedeutet, was das auch für die Koalition des Analogen und Digitalen mit bedeutet, wie Herr Falk es gerade, finde ich, ganz richtig auf den Punkt gebracht hat, hier erläutern. Also in den nächsten 15, 20 Minuten werde ich danach fragen, warum, was ist eigentlich das Besondere an diesem Metaversum? Dann danach fragen, was hat das für Folgen für die Institution Museum, für die Gedächtnisinstitution? Denn meines Erachtens sind das dramatische, positiv gesagt tiefgreifende, die mehr sind als nur ein neues Medium, sondern sehr stark eingreift in das, was auch die Gedächtnisinstitutionen tun. Und dann am Ende dahin zu kommen, dass wir fragen, wie können wir das Gesamte gemeinsam meistern, sodass das sozusagen erfolgreich für alle auch wird. Und insofern am Anfang die Frage, was ist dieses Metaversum? Das Metaversum ist erstmal nichts anderes, als dass es Orte digitaler Kommunikation sind. Und
Das heißt, letztlich fängt es natürlich mit dem Telefon an. Es geht um instantane, vernetzte Kommunikation. Das hat Social Media auch schon gemacht, ganz richtig, aber auf der Ebene Text und Bild. Was jetzt neu hinzukommt und in der hohen Qualität hinzukommt, ist, dass es um Bewegtbild und virtuellen Raum geht. Aber letztlich ist das Metaversum nichts anderes als Orte der digitalen Kommunikation. Und das ist jetzt das Besondere dabei, es ist vor allem synchrone Kommunikation. Das Besondere im Internet der letzten 20 Jahre, auch der gesamten Plattformökonomien, ist alles asynchrone Kommunikation. Wikipedia, Amazon, eBay ist asynchron. Das heißt ortsunabhängig, aber es ist möglich, dass ich Zeit versetzt, nämlich dann, wann ich möchte, daran teilnehmen möchte. Wann ich möchte, möchte ich bestellen. Wann ich möchte, kann ich etwas downloaden und so weiter. Das ist asynchrone Kommunikation. Das ist das Besondere, das Erfolgsrezept gewesen der ganzen letzten Jahre. Was hier im Metaversum ist, geht es vor allem darum in der digitalen Kommunikation, dass sie synchron auf einem hohen Qualität stattfindet, in Bild, Ton, Bewegtbild und sogar virtuellen Räumen dabei. Und schließlich findet das auf sehr unterschiedlichen Plattformen statt. Hier unten links, Zoom, kennen das wahrscheinlich alle. Und wir haben mal so eine Matrix gemacht und mal aufgesetzt, unten sozusagen die Komplexität der Erstellung, also von geringer Komplexität bis hin zu hohe für die Erstellung, aber auch für die Nutzung, die Art der Komplexität. Und da gibt es natürlich sehr viel mehr als Zoom, ne? Also Teams, WebEx werden einige noch kennen. Ja, Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, Twitch. Twitch ist der Bereich eigentlich, wo die gesamte synchrone Kommunikation in den letzten Jahren schon ständig stattgefunden hat. Bei den meisten ist es vorbeigegangen. Nämlich die Gamer-Community ist da seit 2018, 19. Millionen sind da unterwegs. Es ist also nicht neu heute, sondern schon längst, seit 3, 4 Jahren. 5 Jahren ist es sehr aktiv, wir kriegen es nur nicht mit. Jetzt kommt es auch an bei uns in vielen Bereichen dabei. Dann dieses Spatial Chat, wir können uns sozusagen im 2D-Raum treffen, wo wir miteinander uns unterhalten können. WonderMe, das Berliner Startup, haben wahrscheinlich auch einige in den Pandemiezeiten mit kennengelernt. HiAmiibo, ein wunderbarer Raum. Wir treffen uns von der Firma manchmal, weil wir sehr verteilt arbeiten, im Amiibo-Raum und haben da sozusagen Austausch miteinander. Dann Spatial IO, da sind wir im VR-Raum. Da sind wir plötzlich in 3D-Räumen, wo wir uns begegnen können. Wer das mal gemacht hat und nur als Spielerei für irgendwelche Gamer sieht, versteht die Welt dort nicht. Da ist Nähe echt möglich. Wir können uns nicht umarmen, das funktioniert nicht. Aber die Avatare, diese Art und Weise der Kommunikation, wie man sich dort begegnen kann, ist hochspannend, ist längst anders als das, was vor 20 Jahren war. Allspace VR und dann die großen, Decentraland, CryptoVoxel, ich weiß nicht, wer da von Ihnen mal schon unterwegs war. Das sind sozusagen die Plattformen, die vor 3, also CryptoVoxel ist vor 4 Jahren gegründet, 2019, Decentraland. Im Februar 2020 von Disney. Das sind komplette VR-Räume, in denen jetzt schon Millionen von Dollars umgesetzt werden und wo man sich in VR-Räumen treffen kann. Ist natürlich von der Komplexität der Erstellung und auch der Nutzung groß, weil es sind dezentrale Räume, die auf der Blockchain laufen. Und wer da was kaufen will, braucht auf jeden Fall Ethereum, Bitcoins oder andere digitale Währung. Und das ist der gesamte Raum und das ist nur ein Teil, den es heute gibt, an dem man jetzt schon sich treffen kann, an dem man jetzt schon live sozusagen unterwegs sein kann. Und der hochwertige Content, den zu produzieren, ist heute kein Problem mehr. Das habe ich gerade gezeigt an den Kameras, an den Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt, wir sind auf der oberen Ebene, dass wir für die Ausstattung, dass wir wirklich professionell machen können, kommen wir für unter 500 Euro hin. Wer jetzt noch ein Wahnsinns-Handy dazu haben will und so weiter, dann sind wir vielleicht bei 1.000 Euro. Aber mit den Rode Funkmikrofonen, ein Gimbal-Stabilisator dabei, unter 1.000 Euro kriegen Sie eine Profi-Ausstattung, die vor 10 Jahren über 10.000, 15.000 gekostet hätte. Das heißt, wir sind längst auf diesem Punkt, was heißt längst, seit 2, 3 Jahren, also auch noch nicht so lange, dass wir dementsprechend produzieren können an verschiedenen Orten. Was bedeutet das jetzt vor allem für die Kultureinrichtung, für die Gedächtniseinrichtung dabei? Das Besondere und das, was das Tiefgreifende ist, es gibt ein neues Publikum, das sogenannte digitale Publikum. Das
digitale Publikum ist nicht das Publikum, was vor Ort ist und einen Audioguide bekommt, also digital gestützte Kommunikation, Vermittlung bekommt, sondern das Besondere, die zwei Kerneigenschaften des digitalen Publikums sind, das Publikum ist nicht vor Ort, wie all diejenigen hier zum Beispiel, die gerade über YouTube hier sozusagen mit zugeschaltet sind, und sie wollen online teilhaben. Das ist die Grunddefinition dessen, was das digitale Publikum ist, und wir können mittlerweile in dieser Qualität hier fantastische Dinge dementsprechend vermitteln. Einige Museen haben das schon auch gemacht und gezeigt. Das kommt hier so leicht daher, ganz klar. Aber wenn wir das überlegen, was das bedeutet für Gedächtnisinstitutionen, und Herr Falk hat das zu Recht auch gerade in seinem vertreten Museum hier natürlich gesagt, wir diskutieren immer, und das ist auch richtig, in diesem analogen Digital dabei, weil natürlich, Sie nannten das sozusagen die Kornkammer des Analogen oder dessen, wir kommen hier hin und erleben Kunstwerke, steht auch gar nicht in Frage. Aber sozusagen die Revolution ist insofern dabei, alles, was bis heute noch Museen tun, geht vor allem darauf, wenn das Publikum an den Ort kommt. Und es gibt auch noch, Parenthese, viel zu viele Vertreter, die sagen, alles, was wir im Digitalen machen, dient dazu, dass sie vor Ort kommen. Spätestens mit dem digitalen Publikum stimmt das nicht mehr. Wir haben zwei Publikumstypen. Wir haben die, die vor Ort kommen, die müssen bedient werden, die sollen ganz tolle Ausstellungen erleben, steht überhaupt nicht in Frage. Es gibt ein großes Publikum, das gar nicht kommen kann, weil es gerade nicht vor Ort ist. Trotzdem will es teilhaben. So, das ist ein anderes Publikum. Ich muss dafür auch einen anderen Content mit zur Verfügung stellen. Und das ist das Entscheidende, die Gesamtheit dieses Publikums ist auch noch ein Mehrfaches größer, als je vor Ort kommen kann. Wir haben Tagungen gemacht mit locker 300, 400 Leuten in den letzten 2 Jahren. Wenn wir die vor Ort nicht in der Pandemie gemacht hätten, wären da vielleicht 50, 60 Leute gekommen. Da ist also ein Faktor drin, wie hoch, lassen Sie uns darüber streiten, ob das ein Fünftel oder ein Zehntel ist, ganz egal. Es ist sehr viel mehr, als je vor Ort kommen können. Und wenn diese These stimmt, dann hat das schon etwas zu tun, ein Umdenken, nicht ein Umdenken, den Ort zu lassen, steht gar nicht in Frage, sondern ein neues Publikum neu zu bedienen. Und nicht mit dem, was identisch vor Ort ist, sondern dementsprechend etwas Neues zu machen daraus. Schließlich ist dann sozusagen die Sache, was sind das eigentlich für Aufgaben, die wir da haben? Und was ist das, was diese digitale Vermittlung, was wir dort leisten können? Und auch hier wieder kommen diese zwei Seiten. Auf der einen Seite asynchrone Angebote, die gibt es jetzt schon. Dinge zum Download, die gemacht werden, bei YouTube hochgestellt werden. Das, was neu ist und was hinzukommt für das digitale Publikum, sind synchrone Angebote. Also Angebote, in denen wir live, partizipativ und interaktiv miteinander Angebote machen für ein Publikum, was nicht vor Ort ist und trotzdem online teilhaben möchte. Und davon gibt es ganz verschiedene. Ich habe Ihnen ein paar Sachen hier mit abgebildet, nicht das Fringe-Theater hier aus Bonn, was ganz fantastisches Theater neu erfunden hat, nicht abgefilmt an einem Raum, sondern wie man miteinander sozusagen ein Theaterstück machen kann. Ich war selbst dabei, war am Anfang auch ein bisschen kritisch und dachte, was ist das? Aber wir waren dann nachher mit Menschen aus ganz verschiedenen Städten, gleichzeitig in Oslo, in Paris und so weiter, waren wir zusammen und haben miteinander interaktives Theater gemacht. Es war großartig. An Igor Levit, 19 Uhr, werden sich auch noch einige daran erinnern. Natürlich ist das kein Konzert über Twitter, ja, fürchte, aber was war? Es war Nähe. Wir saßen zur gleichen Zeit da und haben Musikstück angehört. Das ist etwas mit Menschen zusammen, die sonst nicht zusammen sein können. Heißt, wir müssen die digitale Vermittlung hier neu denken, insofern neu, dass es echt um synchrone Angebote geht. Und was sind das für synchrone Angebote? Ich würde einen Begriff dafür vorschlagen, Live-Online-Veranstaltungen. Kommt völlig unsexy daher, aber das ist eigentlich das, was es ist. Es ist eine Online-Veranstaltung und kann dann natürlich ganz verschiedene Formate haben. Es kann eine Online-Führung sein, es können Vorträge sein, bis hin zu Konzerte, Theatern, Ausstellungen, die wir dort haben, alles online und vor allem live. Nicht online heißt noch, ich kann da reingehen, asynchron voneinander, hier kommt zusätzlich hinzu, dass ich live eine Führung habe vor Ort oder live jemanden, mit dem ich in Interaktion treten kann, live jemanden habe, den ich dort treffe. Und letztlich ist es live, interaktiv und barrierearm. Es ist leichter, wenn ich im Rollstuhl sitze,
einen PC anzuwerfen und teilzunehmen, als in die deutschen Museen, das sind nicht nur deutsche, alle Museen an jeden Ort und Stelle zu kommen. Das ist ein Unterschied. Das heißt, barrierearm ist das wirklich. Und PC ist sozusagen das, um reinzukommen. Und das gilt nicht nur für Kunst und Kultur, sondern auch für Natur. Wenn Sie das, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aus der Moritzkirche in Coburg von gestern, einen Live-Mitschnitt sozusagen von dem, den Turmfalken, die dort sind. Da haben die eine Webcam aufgestellt. An diesen Ort kann kein Mensch kommen, soll auch kein Mensch kommen, aber wir können teilhaben daran, wie die Eltern dort, die Falken sozusagen, ihre Kinder dort dementsprechend ernähren und sozusagen daran teilhaben lassen. So, das heißt, wir können an ganz andere Orte kommen, an die wir bis heute gar nicht kommen können. Auch das ist etwas, was für Museen interessant sein könnte. Mit einer Horde von 30 Leuten durchs Depot zu marschieren, ist ihnen wahrscheinlich auch nicht erlaubt und möglich. An der Restaurierung reinzugehen, ist es auch nicht mit einer größeren Gruppe. Es sind alles Sachen, die man plötzlich machen kann, weil es live möglich ist. Das sind disruptive Transformationen. Disruptiv heißt wirklich neu, wo man nicht nur jetzt ein paar Sachen mit verändern muss. Und da haben Gedächtnisinstitutionen echt eine Herausforderung, denn sie haben zwei Dinge zu leisten. Das eine Thema ist, in der Forschung ändert es sich gerade radikal, die Entwicklung vom Buch zum Knowledge Graph. Wissen wird nicht mehr im Buch dargestellt und abgebildet, wandelt in der Bibliothek, sondern das Wissen wird digital, computerlesbar zur Verfügung gestellt für die digitale Forschung. Und das ist das eine, was sich grundsätzlich verändert, und die Museen sind Gedächtnisinstitutionen. Sie sind Speicher des Wissens, das Ergebnis ist nicht das Buch. Das Ergebnis, was rauskommt, ist computerlesbare Informationen. Die Sammlungsdatenbanken sind schön, wenn die auf der Webseite für die Menschen da sind. Aber das ist nett und prima, dass wir am Wochenende da mal ein Bild nehmen können. Entscheidend ist, dass eine Schnittstelle da ist, es computerlesbar ist, dass wir damit forschen können. Da sind wir noch nicht. Das ist etwas, ist aber längst begangen und begonnen. Dann in der Vermittlung das digitale Publikum, ein Publikum, was nicht vor Ort kommt. Das braucht ein Umdenken. Auch das ist wieder eins zu sagen, wie baue ich dafür eine Didaktik? Es ist nicht identisch, die Didaktik. Es ist eine andere. Ich vermittle anders, wenn ich digital unterwegs bin. Vorträge ist noch das Einfachste. So wie hier Vorträge, das kann man abfilmen. In dem Moment, wo Sie aber durch eine Ausstellung gehen, in dem Moment, wo Sie einen Workshop gestalten, müssen Sie andere Mittel dafür nehmen, dass das überhaupt funktionieren kann. Damit das gelingt und Museen, die nach meiner Ansicht nach mit diesen beiden Themen alleine überfordert sind und nicht, weil die Leute es nicht können, sondern weil einfach die Mittel und Möglichkeiten nicht da sind, müssen Synergien gebildet werden. Die eine Synergie funktioniert genau hier in der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Sie wissen vielleicht, dass ich einer der Initiatoren von NFD for Culture mit bin. Und da geht es genau darum, nationale Forschungsdaten sozusagen für kulturelles Erbe, für materielles, immaterielles Erbe zur Verfügung zu stellen, so dass wir nämlich digital damit arbeiten können, dass Menschen und Computer lesbar wir damit umgehen können. Und das ist eine Infrastruktur, die gebildet gibt, an der sich Museen anschließen können. Wenn Sie es noch nicht getan haben, machen Sie es dringend. Das ist nicht so, dass dort gesagt wird, wie Sie es machen, aber Sie kriegen es unterstützt. Und es ist eine große Community, die sich dort bildet, um das gemeinsam zu schaffen. Denn das ist nicht möglich, dass das alleine ein Museum trägt. Und bei dem anderen, bei der Vermittlung, und da kommt ein anderer Hut bei mir mit rein, eine Gründung, die wir letztes Jahr gemacht haben, sehen wir darin, dass es eine Möglichkeit wäre, sozusagen die Synergien darin zu bündeln, dass das, was digital entsteht, vor allem auf also an synchronen Angeboten, auf einer Plattform gemeinsam angeboten wird und dementsprechend wird das Publikum dort an dieser Stelle binden. Was macht Kalaios, diese Plattform? Ganz genau, es ist eine Plattform für Live-Online-Veranstaltungen zu Kunst, Kultur, Natur und Wissenschaft. Und wie Sie sehen, und das ist genau der Hintergedanke dabei, ist sozusagen die Live-Online-Veranstaltung. Und zu diesen vielen verschiedenen Plattformen, die wir eben hatten, ist der Schlüssel, das Ticket, der Link. Also es ist nichts anderes als eine Plattform, wo Sie den Link einstellen, die Veranstaltung, weil der muss nachher automatisch verschickt werden und so weiter. Und der Grundgedanke ist dabei, man kann die Veranstaltung kostenlos einstellen, das heißt, Sie können ein kostenloses Angebot machen, Sie können auswählen, pay what you want,
dann zahlen die, die, was die wollen, haben wir gute Erfahrungen bei in bestimmten Kontexten oder ganz normal kostenpflichtig, wenn sie dementsprechend für Angebote ein kostenpflichtiges Angebot haben wollen. Erst dann, wenn Geld verdient wird, gibt man auch eine Provision ab. Das heißt, kostenlose Veranstaltungen bleiben für alle Seiten natürlich kostenlos. Denn die Herausforderung ist dabei im Digitalen, beim Analogen sind es die, das Publikum, was vor Ort kommt. Da sind sie wunderbar unterwegs, sie sind aufgestellt, nicht? Hier müssen Sie schauen, wenn Leute nach Bonn kommen, die haben eine bestimmte Zeit, dann sollen sie ins LVR-Museum hier kommen. Und da sind sie Wettbewerber mit anderen zusammen, dass sie sagen, wir sollen aber hier hinkommen als erstes und wenn sie dann noch Zeit haben, woanders. Das digitale Publikum funktioniert anders. Wenn Sie sich die Plattformökonomien angucken, geht es genau darum, wir teilen uns das Publikum. Wenn ich mein Publikum mit da drauf führe, dann kriege ich auch das Publikum der anderen. Und da ist halt nicht das Problem, an einem Ort zu sein und nur ein bestimmtes Zeitfenster zu haben, sondern dementsprechend, dass ich... Ist das schon vorbei? Nein, weil du sagtest, ich hätte bis 10 Uhr Zeit. Nicht? Ja, ach, nee, du hast gesagt, ich könnte das noch nutzen. Ich will die Argumentation gerade noch nehmen. Pass auf. Ja, ja, absolut. Das ist völlig klar. 5 Minuten haben wir zum Schluss. Weil ich möchte die Erfahrungen, die wir haben, daraus möchte ich kurz darstellen. Die Seed-Phase, wir haben letztes Jahr am 19. August gegründet. Und seit am 15. November dann sind wir online mit der Webseite und haben jetzt 6 Monate Proof of Concept hinter uns, dass wir gesehen haben, funktioniert das überhaupt. Und dabei zeigt sich ganz gut bei den über 100 Online-Veranstaltungen, die wir haben, 42 der Kunden, die einmal da waren, buchen wieder. Das heißt, sie kommen wieder. Funktioniert fantastisch, hätte Zalando ganz gerne. 10 bis 15% aus dem Newsletter, also sozusagen die auf die Webseite kommen, buchen dabei, funktioniert. Conversion, Google Ads, so hoch wie bei wenig anderen. Und ein Kunde lässt, nach dem, was wir wissen, über 25 Euro im Jahr, wenn man das hochrechnet, auf der Plattform. Und das ist jetzt niedrig mit dem Anfang, den wir haben. Wenn wir das hochrechnen auf die Anzahl der Besucher, die wir haben, wenn wir 2% von den Besuchern bekommen, die in Museen kommen, haben wir letztlich dabei, wenn man das hochrechnet, ist es ein jährlicher Umsatz im Markt von knapp 14 Millionen Euro, die wir alleine in Deutschland haben dabei. Und alle, die eigene Veranstaltungen gemacht haben und eine große Reichweite haben, wissen, dass man da wirklich auch mit Geld verdienen kann. Wenn man dahin geht, 2% der Besucher in Deutschland nach der Statistik zu kriegen, die in Museen gehen oder in kulturelle Veranstaltungen, kommt man sogar zu 22 Millionen Euro, die hier an Marktvolumen nur in Deutschland ist. Und wenn wir die Plattform groß machen für Europa, wo sie dann sozusagen ein Publikum bekommen, was sie auch im Digitalen gar nicht haben, ist es eine große Pub-Plattform. Die kann man aber nur gemeinsam machen und gemeinsam entwickeln und deswegen wirklich in einer Art Public-Private Partnership. Sie selber als Museum werden so eine Plattform nie hochziehen können, zumal sie auch wirtschaftlich unterwegs ist in dieser Form. Sie können daran Geld mitverdienen. Deswegen sehen wir es so, dass das hier zusammenkommen muss. Wie kann das zusammenkommen? Indem wir 2 Sachen miteinander machen, dass wir ein gemeinsames Rollout jetzt nach dem Proof of Concept haben. Das heißt, wir brauchen diesen Marketplace und wir brauchen ein Digital Audience Center, in dem wir das digitale Publikum erforschen, in dem wir miteinander neue Formen dementsprechend gewinnen, dass wir dort sozusagen miteinander lernen, wer eigentlich das digitale Publikum ist. Und hier mal so in dem Bild, nicht in dem Digital Audience Center, machen wir Forschung darüber, wird gefördert, verschiedene Projekte dabei. Da kann auch Politik, und da sind wir schon im Gespräch, auch mit einigen auf der Landesebene, sogar Gelder reingeben, damit man, und zwar in der Vereinstruktur, dass man solche Sachen mit fördert. Und auf der anderen Seite hat man Marketplace, wo man wirklich sozusagen auch verdienen kann, wo die Kulturinstitutionen und die Guides Geld verdienen können. Und 80% von dem Umsatz, den ich eben genannt habe, landet direkt in der Kultur. Und insofern ist es ein gemeinsamer Rollout, der damit zu tun hat, die Kulturinstitutionen stellen ein und empfehlen die eigene Plattform, berichten davon, warum tun sie das. Sie tun es aus dem Grund, um auch das Publikum der anderen zu bekommen. Und schließlich die Investoren, die reingehen, die fördern den Aufbau der Plattform, weil die brauchen, das brauchen wir jetzt, dass wir schnell dann im nächsten Jahr, wir haben jetzt gestartet im Dachbereich Deutschland, Österreich, Schweiz und wollen ab nächstes Jahr ins europäische Ausland und dann weitergehen. Dafür braucht man Förderung.
Das kriegen wir nicht von irgendwie Bund und auch nicht von einem Land, sondern da müssen wir Investoren haben, die hier mit hineinkommen. Und insofern haben wir hier sozusagen eine ganz neue Form und auch ein Momentum zurzeit, wo man sagen kann, wir können endlich aus Europa so eine Plattform gemeinsam aufbauen und das miteinander verbinden. Das Ganze steht unter dem Stichwort der Gemeinwohlökonomie, denn es dient dem Zweck für Kunst und Kultur. Und insofern bin ich da auch beim Abschluss, nämlich ganz pünktlich dabei. Wir haben gerade so ein schönes, kurzes Dreiseiter sozusagen zusammengestellt. Wenn Sie Interesse haben mitzumachen, wir bauen das Konsortium gerade aus bis Mitte des Jahres, wollen wir damit weitermachen, rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir eine E-Mail, sodass wir da weiterkommen, um so einen Versuch zu nutzen, hier dieses gemeinsam sozusagen in Europa aufzubauen. Herzlichen Dank. Applaus